So, herzlich willkommen. Freut mich, dass du eingeschaltet hast bei dem Video, wo ich euch meine Five Eleven Bauchtasche vorstelle. Das ist eine Bauchtasche oder Hüfttasche, die ganz speziell zum Führen von Schusswaffen vorgesehen ist. Ich will nicht lange abschweifen, auch wenn es jede Menge gerade zum Abschweifen gäbe. Hier vorne hängt alles voll, um meinen Schreibtisch rum liegt alles voll mit Gruscht. Ich komme gar nicht dazu, so viel vorzustellen, wie ich gerne würde. Gut, die Bauchtaschen. Ich habe Bauchtaschen immer gehasst und meine Frau hat immer über alle gelästert, die Bauchtaschen getragen hat. Aber das Problem ist, wenn man eine Pistole tragen will, im Sommer hat man ein gewaltiges Problem, die zu verdecken. Weil man hat keine Jacke um sich, kein Hemd, dünne Kleider, vielleicht nur ein T-Shirt drüber. Und wie will man da eine Pistole am Gürtel verdeckt tragen? Es geht teilweise, keine Frage. Das sind meine beiden Holzer, die ich hauptsächlich verwende für meine PPS. Das aus Kydex und dieses super billige aus Stoff. Und damit geht es einigermaßen. Damit wird es schon schwierig. So toll das ist, das verbirgt die Pistole nicht ganz so gut. Ich sage mal, ich mache vor den Videos eine Sicherheitsüberprüfung, heute nicht. Und ihr seht, leer. Da ist nichts drin. Hier allerdings schon. So. Leer. Die Box brauche ich natürlich, dass meine Freund-Feind-Erkennung von meiner Stinger immer mit Strom versorgt ist. Kleiner Spaß. Die Schweizer Zuschauer können ja mal unter das Video schreiben, was es mit den Aufklebern auf sich hat. Ich schweife doch wieder ab. Überall Katzenhaare. Diese Katzen. Geht einfach nicht ohne Abschweifungen. Also, es war Hochsommer. Ich hatte wie üblich Probleme, die Pistole zu verdecken. Dann war ich mit meinem Vater in einem Geschäft für Sicherheitsbedarf. In welchem mag ich nicht sagen, weil ich nicht unbedingt Werbung machen will. Und da lagen die. Und da habe ich gedacht, jetzt probiere ich es einfach, setze mich dem Spott meiner Frau aus, kaufe mir die. Was hat die gekostet? Ich glaube 45 Euro etwa. Nagelt mich nicht fest. Die Gurte sind elendslang. Eigentlich sollte ich die mal abschneiden. Also die ist wirklich für die Maße eines Walfischs, könnte man die einstellen. Eigentlich sollte ich die mal abschneiden, aber sei es drum. Diese Gummibänder, die waren dabei. Die sind auch dringend notwendig, dass das einem nicht rumfliegt. Und dann ist es so, ich denke, das hängt vom Körperbau ab, des jeweiligen. Wenn ich diese Bauchtasche trage, dann rutscht mir der Gurt immer ganz furchtbar hoch und runter. Und deswegen verwende ich da einen Beltkeeper. Ich trage die immer mit einem Beltkeeper genau hinten am Rücken, womit ich diesen Gurt an meinem Gürtel festmache. Kennt man von allen möglichen Schießgürteln, Sicherheitsdienstgürteln, Polizeigürteln und so weiter. Hier ist ein versteckter Handschellenschlüssel dran. Safariland. Standardschlüssel, der für so ziemlich alles passt. Standard-Hohlschlüssel. Falls jemand das Unboxing-Video mit den Geschenken der Justiz nicht gesehen hat, ich zeige es ja gerade, weil Abschweifen macht immer Spaß. Die Firma Smith & Wesson, einer der größten Hersteller für Handfesseln, schreibt nämlich, man soll immer einen zweiten Schlüssel versteckt bei sich tragen. Steht's? Irgendwo steht's. Der zweite Schlüssel sollte versteckt getragen werden.
Das hat jetzt nur bedingt damit zu tun. Der hat sich da einfach angeboten, aber ich wollte es noch zeigen. Sehr interessant. Für den Fall, dass man mit eigenen Handfesseln als Geisel genommen wird. Hier auf der Rückseite ist ein bisschen Netzgewebe. Das ist sicher auch nicht schlecht. Das ist ein bisschen besser ventiliert. Und hier kann man dann auf der einen Seite habe ich den Gurt, der zu viel ist, reingesteckt. Das geht ganz gut. Der große Vorteil von dieser Tasche gegenüber von anderen Taschen ist, dass sie nicht so aussieht, als wäre da eine Pistole dran. Alles, was einen darauf schließen lassen könnte, ist, falls jemand die Firma 5-Eleven kennt. 5-Eleven war ganz früh am Markt mit Ausrüstung für den verdeckten Einsatz. Ich zeige euch wahrscheinlich noch meine alte Jeansjacke von 5-Eleven. Ein geniales Stück Ausrüstung, die ich aber nicht mehr verwende. Und sie ist für Rechts- und Linkshänder. Man kann eine Pistole so rum reintun oder so rum reintun. Und kleine Außentaschen, die sind sehr klein, da passt wirklich nicht viel rein. Und diese Tasche eignet sich ausschließlich für eine Pistole. Für fast nicht mehr. Fast nicht mehr. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen was. Die Reißverschlusszipper, da kann man ein Vorhängeschloss durchmachen. Für unsere deutschen Breitengrade ist das eine super Sache. Wenn man hier ein Schloss reinmacht, dann könnte man da auch Hieb- und Stoßwaffen und ein Handmesser mitführen, ohne berechtigtes Interesse. Und ein kleiner Teleskopschlagstock passt hier rein. Ich mache kurz Pause, ich habe meinen Teleskopschlagstock woanders. Da ist er. Nexlock Walker, habe ich schon öfter gezeigt, aber noch nicht ausführlich vorgestellt. Ein tolles Stück. Ein richtig, richtig tolles Stück. Klein und leicht. Allerdings nur, wenn man auch wirklich kleine und leichte Stücke mag. Ansonsten ist er wahrscheinlich nicht ideal für einen. Was ich nicht so mag an der Tasche, ist, dass die Bändel für das Hauptfach, was ja das Wichtigste ist, wo man ja in Stress drankommen muss, und die für die Zusatztaschen gleich sind. Das finde ich nicht so gut. Aber sei es drum, wenn man solche Ausrüstung wirklich braucht, und einen das so sehr stört, dann schneidet man das einfach ab und macht hier was anderes dran. Oder macht sich hier einen farbigen Bändel dran oder was auch immer. Ich trage die meistens so, dass sie nur mit den Bändeln verschlossen ist. Und dadurch ist sie sicherer zu. Man kann nämlich. Geht auch für Rechts- und für Linkshänder, geht auf beiden Seiten. Hier so Streifen rausholen, hier draufkletten. Und dann kann man die Tasche aufreißen. Eine richtig super Sache, wenn man schnell drankommen muss. Ich mache es meistens nicht, weil die sich dann von alleine immer so ein bisschen öffnet. Also nicht ganz, mir ist die noch nie von alleine aufgegangen, aber das ist hier einfach nicht so sicher geschlossen. Und dann wandert der ein paar Zentimeter hierher, der ein paar Zentimeter daher im Laufe des Tages. Und das mag ich einfach nicht. Ja, so, was haben wir jetzt hier? Hier unten die. Das mal weg. Diese Klettstreifen habe ich mir nachträglich dran gemacht. Da kann man sich irgendwelche Kennungen oder sonst was befestigen. Das hier sind Schlaufen, in die man Ersatzmagazine stecken können soll. Das funktioniert mit Sicherheit. Ich mache das normalerweise nicht mit den Ersatzmagazinen, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass ich so viel Reservemunition brauche. Man könnte hier zwei Magazine reintun. Und wie gesagt, diese beiden Bändel für Rechts- oder für Linkshänder. Und es ist ebenso, dass man die Pistole in beide Richtungen reinstecken kann. Was ich hier richtig, richtig schlecht finde an der Tasche, mal gucken, was man so in den Kontrasten alles sieht, sind diese Schlaufen. Das ist hier eine breitere Schlaufe und bei da hinten ist eine dünnere Schlaufe. Da seht ihr sie. Das ist auf der rechten Seite genauso. Es sind zwei Schlaufen auf jeder Seite. Und diese Schlaufen, die sollen dafür sein, ich kann gerade mal meine Lampe hier wieder ausmachen,
nichts drin, dass man hier die Pistole reinsteckt. Und es funktioniert sehr schlecht. Wirklich, wirklich schlecht. Ich mache das fast nie. Fast nie. Also ihr seht, die steckt hier ganz komisch drin und mit Gewalt kriegt man sie rein. Mit Gewalt kriegt man diesen Gummiband um den Abzugsbügel rum. Ist einfach lästig. Ist mega lästig. Deswegen stecke ich die einfach rein. Ich stecke die einfach so rein. Fertig. So, und es ist so, dass hier auch eine 6-Sauer 226 oder so reinpasst. Das geht wirklich. Und das Erscheinungsbild lässt einfach nicht auf eine Waffe schließen. Das finde ich wirklich gut daran. So, und was ich jetzt meinte, ist, man hat auf der anderen Seite noch ein bisschen Platz. Da könnte man irgendeine Armbinde, wenn man irgendwo arbeitet, wo man eine Armbinde brauchen kann, reinstecken. Oder eben Fesseln. Beim Fesseln ist es natürlich besser, wenn sie etwas kompakter sind. Schauen, ob man das hier sieht. Moderne Fesseln sind ja eigentlich immer dicker. Das sieht schlecht. So sieht man es. Diese alten Smith & Wesson Fesseln sind einiges dünner. Sicher 4 mm oder so. Man muss dann natürlich nur gucken, dass die Ausrüstung nicht aneinander reibt. Und vielleicht kann man sich dann hier auch noch einen Beltkeeper drum machen, um das zu befestigen, was man dann auch immer auf der anderen Seite noch tragen will. Und ihr seht, es geht. Das geht damit schon. Wenn man jetzt hier allerdings eine große Dienstpistole drin hat, dann ist die hier viel größer und dann passt hier viel weniger rein. Ja. Wie gesagt, alles kein Problem. Passt da alles rein. Und im Sommer, im Hochsommer, werden die Karten einfach neu gemischt. Bei der Ausrüstung. Da kann man nicht so arbeiten, auf die Straße gehen oder sonst was, wie man es im Winter tun würde. Oder sonst wann, wenn man einfach eine Jacke oder ein Hemd drüber zieht. Und ihr seht, das passt perfekt. Da passen natürlich auch große Schlagstücke rein. Richtig gute Sache. Also Teleskopschlagstücke in der üblichen Größe. Und dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was man damit macht. Ob ich sie mir nochmal kaufen würde, weiß ich nicht. Ist gekauft, selber gekauft, nichts gesponsert. Ich hasse Kooperationen, ich finde die verlogen, mache ich nicht. Fragt mich erst gar nicht, liebe Firmen, fragt mich erst gar nicht an, ob ihr mir irgendwas schicken dürft. Nein, interessiert mich nicht. Schickt mir nichts, ich mache keine Werbung. Ich verkaufe meine Meinung nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie mir nochmal kaufen würde. Ich weiß es wirklich nicht, weil sie hat einige Probleme. Diese Ausgestaltung der Schlaufen ist der letzte Dreck, wirklich ein richtiger Dreck. Aber sie funktioniert. Sie funktioniert, ja, und die anderen Taschen, die ich mir angeschaut habe, haben auch Probleme. Haben sie einfach. Taschenmesser drin. Kann man auch durch irgendeine Stofffessel ersetzen oder so. Ich habe gerade keine da. Stofffesseln passen hier sehr gut rein. Keine Stofffessel, doch, da habe ich eine. Fliegen überall rum bei mir. Und das ist ganz unterschiedlich, was ich hier drin habe. Auf der einen Seite habe ich immer eine Lampe drin. Immer eine Backup-Lampe. In dem Fall eine meiner heißgediebten Nightcore Thump, müsste es heißen. Genau, Thump. Richtig tolle Dinger, stelle ich auch schon vor. Gibt schon ein Video, wo ich die vorstelle. Ich hatte da lange, ich hatte meistens die hier drin, diese Rovivon. Aber ehrlich gesagt mag ich die gar nicht. Wirklich nicht. Das ist so eine furchtbare Klickerei. Und sie ist mir auch zu klein. Die landet ganz schnell in der Wäsche aus Versehen und so weiter. Ich mag die Rovivon nicht. Es ist eine gute Lampe. Es ist eine wirklich gute Lampe. Bis auf die UV-Funktion. Die UV-Funktion ist total nutzlos und der letzte Dreck. Weil die Wellenlänge vom Licht nicht passt, kann man damit fast keine Sicherheitsmerkmale sichtbar machen. Ich hatte sie da lange drin. Und jetzt muss ich mal gucken.
Wie gesagt, Chaos um mich herum. Ich habe nämlich eine richtig tolle neue Lampe. Die Nextorch, wie auch immer sie heißt. Heißt die EcoStar? Keine Ahnung. Richtig tolles Teil. Stelle ich so bald wie möglich vor. Ich bin begeistert. Gut. Ich denke, das war's, was ich euch hierzu sagen kann. Es ist eine Möglichkeit, wie man ein Problem im Hochsommer löst, diese Taschen. Die Lästereien meiner Frau habe ich überwunden, die habe ich überstanden. Sie hat es aufgegeben zu lästern, ich benutze sie trotzdem. Sie ist gut, aber nicht fehlerfrei. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Eins wollte ich noch sagen. Eins wollte ich noch sagen. Was ich ab und zu mache, wenn ich länger unterwegs bin und dann mir denke, ich weiß nicht, wie alles weitergeht und dass ich möglichst viele Optionen habe, packe ich mir die Pistole in dieses Holster und packe das ganze Holster da rein. Und dann kann ich nämlich auch die Tasche ablegen und mir die Pistole in den Gürtel stecken. Das macht es ein bisschen dicker, es funktioniert mit dem Holster nicht. Das ist zu unflexibel dafür. Das ist aber wirklich für mich relativ wichtig sogar, dass ich die so tragen kann. Das wird viele überhaupt nicht interessieren, aber ich wollte es erwähnen. Genau, ich hoffe, das hilft euch weiter. Und ich wünsche euch nur das Beste. Schaut euch mein Video zur Narkosepistole an. Das ist eins meiner allerersten Videos. Hat zwar einen furchtbaren Ton und furchtbares Licht, aber trotzdem eine super coole Waffe. Macht's gut. Hoffentlich bis bald.